Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Und ihr seht es schon, ich bin am Grinsen, denn ich freue mich. Etwas Schönes ist gestern passiert und in all diesen ganzen Trash und Formaten und Streitereien gibt es dann doch immer mal wieder so Kleinigkeiten, wo ich dann auch wirklich mich drüber freue. Und heute freue ich mich ganz besonders, denn es ist nun erledigt, es ist vollbracht. Die Kennenlernphase zwischen Mike und Layla ist beendet und führte zu einer Erweiterung, nämlich zu einer Partnerschaft. Ja, doch, doch. Wenn viele mit dem Begriff der Kennenlernphase nicht so viel anfangen konnten, das war immer, ich habe es versucht so zu erklären, Kennenlernen mit Anfassen bzw. sich nicht festlegen, ist nun jetzt eine Exklusivpartnerschaft draus geworden. Das heißt also, die beiden sind ganz klassisch ein Paar. Ich werde euch heute hier in diesem Video mal den Weg dorthin, nämlich was gestern alles passiert ist. Es ist wirklich süß gewesen. Alles einmal zeigen. Ich habe für euch aber auch die Reaktion des Netzes für euch einmal zusammengefasst. Und es gibt, so wie ich das einschätze, eigentlich kein Hate. Es ist unglaublich, wie sehr sich die Menschen freuen. Und ich glaube, das ist auch genau das, was für uns hier auch so entspannend ist. Denn zwischen diesem ganzen Streit und Beefereien und unangenehmen Themen, die ja den Trash-Bereich dann doch dominieren, ist so eine neu entstandene Liebe wie ein neu entstandenes Pflänzlein, welches jetzt blüht und gedeiht, wo wir ab und zu mal drauf achten, meine Lieben. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, Danny, vielen herzlichen Dank für deine Trash-News und schön, dass du an dem Thema dran geblieben bist, dann fühle dich herzlich eingeladen, dich unsere mittelgroße Trash-Familie zu abonnieren. Ein Abo kostet dich nichts und wir sind so kurz vor den 30.000. Vielleicht schaffen wir die 30.000 zum 30.03., meinem Geburtstag. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Teilt gerne dieses Video und werdet Liebesbotschafter, meine Lieben. Gut, ich würde sagen, wir schauen jetzt erstmal rein in den Weg, nämlich was ist gestern eigentlich alles passiert, bevor Layla die entscheidende Frage gestellt wurde, wo natürlich auch medienwirksam die Kamera mit dabei war. Das ist aber etwas, was ich persönlich gar nicht verurteile, ganz im Gegenteil. Die beiden stehen in der Öffentlichkeit, die beiden machen Reality-TV, also nehmen sie natürlich auch bei solchen wichtigen Veranstaltungen, sage ich mal, bei so wichtigen Ereignissen ihre Kamera mit. Habe ich in der Vergangenheit bei wichtigen Entscheidungen in meiner Partnerschaft auch gemacht und dazu sind auch YouTube-Videos entstanden. Also ich kann das persönlich nachvollziehen, während andere vielleicht sagen würden, naja, also ich habe hier jetzt den Kritikschlumpf und der sagt zu mir, nein, ich hätte es schöner gefunden, wenn das für sie alleine gewesen ist. Vielleicht haben sie den Moment für sich auch einfach alleine gelassen und dann nochmal mit der Kamera neu gedreht. Das weiß ich alles nicht, ist aber eigentlich auch alles egal. Wir schalten jetzt einmal in die Story von Layla oder Mike. Ist ja jetzt auch egal. Und gucken mal rein, wie sich das alles so ein bisschen entwickelt. Denn wir wussten ja, dass eigentlich Layla unter uns am Filmset war. Da haben wir gestern mit der Berichterstattung beendet und setzen dort heute fort. Feuer frei. Mal, wer hier angedackelt kommt. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's super. Mir geht's blendend. Wir fahren jetzt nach Essen. Layla ist im anderen Auto, weil wir zwei Autos haben. Und Layla ist halt erstmal in Essen. Schauen wir mal, was für Überraschungen auf Layla in Essen warten. Schauen wir mal, wie Layla Essen findet. Aber natürlich, wenn wir in Essen sind, gehen wir natürlich erstmal zum Friseur. Das ist eine ganz klare Kiste. Also er Layla und ich dann morgen oder so. Layla heute. Und dann gucken wir mal weiter. Bis gleich. Ja, und da sieht man schon, wie Mike am Grinsen ist, wie wird Layla Essen finden. Da war ihm wahrscheinlich schon klar, dass seine große Liebesüberraschungsexplosion schon vorbereitet ist, beziehungsweise vielleicht hat er es vorbereitet, als sie beim Friseur war. Das kann ich euch noch nicht sagen. Ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht in die Boulevardpresse eingetaucht, sondern wollte euch einfach nur direkt das berichten, was uns die Trash-Darsteller zur Verfügung gestellt haben und alles weitere werde ich dann in so einer kleinen Nachberichterstattung mir noch anschauen, ob es da relevante Boulevardpressartikel gibt oder nicht. Ich wollte jetzt erstmal für euch wirklich nur die schönen Momente einfangen, weil ich glaube, auch dem einen oder anderen Zuschauer ist das auch ganz gut gelegen, einfach mal was Schönes zu haben. Also im hier auf meinem Kanal, so ist besser formuliert. Gut, also wir sehen jetzt Mike mit zwei Autos auf dem Weg nach Essen, aber
Was wäre eine Story ohne Essen in Essen bei Mike und Leila? Wir schauen mal weiter. So Leute, wir sind jetzt hier im Dönerladen und ihr wisst, ich habe ja sonst immer den Döner geschnitten. Aber jetzt ist mal Mike an der Reihe. Das Shirt habe ich auch schon. Ja, und ich würde sagen, wir zeigen denen jetzt mal, wie das richtig geht, oder? Let's go. Dazu muss ich sagen, also Döner schneiden stelle ich mir schon schwierig vor. Ich kenne mehrere Arten, einen Döner zu schneiden. Entweder hat man dieses lange Messer oder aber diese Maschine. Mit der Maschine stelle ich mir das dann ein bisschen einfacher vor. Ich scheitere schon am Brotschneiden. Ich weiß nicht, ob ihr dort, also Brotschneidemaschine wäre denn das Geheimnis, aber so grundsätzlich so ein Brot zu schneiden, also wenn wir mal Besuch hätten, oh, das klingt traurig, aber wenn wir Besuch hätten und es würde frisch gebackenes Brot geben, dann würde ich es nicht schneiden. Das würde entweder aussehen zu groß, zu dünn, zu zerfleddert. Das wäre wirklich das, also das wäre nicht gut. Das wäre nicht gut. Okay, aber Mike hat hier angefangen, Döner zu schneiden und er macht das richtig gut. Wir schauen mal rein. So, jetzt bekommt er erstmal kurz eine Schulung bei Kati. Oh, 1A, hallo. Ist das echt so? Ja. Leute, habt ihr schon mal so einen sexy Dönermann gesehen? Ich glaube nicht. Das weiß ich. Wir sind jetzt in Essen und was machen wir als erstes? Ein Döner essen. Ja, wir müssen gucken, wie der Essener Döner ist. Und wir haben aber was für euch geplant. Genau, am Sonntag. Genau, wir haben mit Sarah und Janine ein Gewinnspiel für euch geplant, aber wir haben gedacht, dass wir euch mal ein bisschen mitbestimmen lassen. Genau, deswegen machen wir jetzt einen Fragebutton hier rein und was für Gewinne wir für euch holen sollen, könnt ihr gerne reinschreiben. Genau, und was ihr Bock habt. Wollt ihr iPhones, wollt ihr MacBook, wollt ihr was von Samsung, ein Dyson? Schreibt es einfach mal rein und wir erfüllen eure Wünsche. Genau. Ja, also ein kleines Community-Gewinnspiel, das kommt immer mal wieder vor, egal bei welchem Influencer-Trash-Darsteller man reinschaut, Gewinnspiele gehören immer mit dazu. Okay, also das war jetzt erstmal so ein bisschen die Vorbereitung des Tages, dann folgte aber ein wunderschönes Reel. Leider, wisst ihr, aus Urheberrechtsgründen muss ich die Musik rausnehmen, das heißt, ihr seht es einfach ohne Ton, aber ich glaube, es geht auch hier mehr um das, was ihr seht und nicht um das, was ihr hört, denn es ist halt nur Musik unterlegt, aber es ist wirklich extrem süß, was Mike für Leila vorbereitet hat und da gucken wir mal rein. Also ihr seht, die gehen hier ins Hotelzimmer und welches schon vor dekoriert war oder wurde, wahrscheinlich von Mike. Und da ist die große Frage, ob sie sein Girlfriend sein will, also ob sie quasi seine Freundin sein möchte. Und ihr seht, es sieht herrlich aus, alles dekoriert, schön, wird noch angestoßen und natürlich, sie hat ja gesagt. Und das ist wirklich, wie ich finde, eine so süße Geste von Mike und ach, ich weiß auch nicht, ich finde es wirklich süß, dass man hier, dass man das den Zuschauern gezeigt hat. Denn das ist eins, das ist klar gewesen, seit dem Dschungelcamp war man so nicht sicher, ist das jetzt, läuft das jetzt zwischen denen an oder nicht? Und Mike hat sich so ein bisschen zurückgehalten und ich wünsche den beiden nur das Beste. Da komme ich noch dazu. Kommen wir doch erstmal dazu, was das Netz sagt. Denn ich habe natürlich für euch auch einige Kommentare eingefangen, nicht viele, das hat so viele Kommentare. Ich gehe dann immer so vor, das kennt ihr, zu den meistgeklicktesten Kommentare und es gab, und das muss ich wirklich so ehrlich sagen, ich habe kein Hate gefunden. Ja, es gab bestimmt den einen oder anderen kritischen Kommentar, aber durch die Fülle an positiven Nachrichten habe ich sie nicht gesehen. Das muss ich einfach so sagen und wir gehen in den allerersten Kommentar, nämlich von Mike Heiter, beziehungsweise das ist der Kommentar des Videos und er schreibt, sie hat ja gesagt. Das heißt also, die Kennenlernphase, ja, die verteufelte Kennenlernphase ist nun endlich vorbei. Und jetzt zeige ich euch einen Kommentar von mir selbst. Das haben wir auch noch nie gehabt. Ich bin ja wirklich, also wer mich jetzt schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, mein Instagram hat nichts mit Trash zu tun und ich halte mich auch, was Trash-Themen betrifft, bei Instagram komplett raus, weil ich teile dort keine Videos, ich mache dort meinen privaten Content, der ist für alle sichtbar, aber ich mache kein Trash auf Instagram. Trash gehört auf YouTube. Und aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich selber konnte es mir nicht nehmen lassen, auch meine Glückwünsche auszurichten. Also das hat dann insofern schon wirklich mich auch berührt. Dann haben wir die Marina mit 319 Likes, natürlich auch bekannt von unserer Berichterstattung, die Liebe, schreibt, schon ein bisschen cute, möge eure Liebe jedes weitere Trash-Format, Promiflash und die Bild-Zeitung überstehen. Von Herzen alles Liebe für euch. Ein sehr, sehr schöner Kommentar und genau das hoffe ich ehrlich gesagt auch, dass wir nicht irgendwie jetzt bald einen Prominent getrennt haben oder
irgendwie wieder Schwubiloop Island, sondern dass die beiden wirklich gemeinsam einfach eine schöne Zeit haben werden. Dann haben wir von Fabio mit 9600 Likes auf ein langes Glück und unendliche Liebe. Auch Fabio lässt seine Glückwünsche ausrichten. Dann haben wir auch 24 Tim hat sich selbstverständlich geäußert, schreibt viel Glück euch beiden und das ist auch gar nicht so verwunderlich gewesen. Tim hat ja mit Mike und Layla kein Problem gehabt, im Gegenteil, wir haben ja auch schon gemeinsame Reels von Layla und Tim gesehen. Auch Mike hat ja kein Problem. Das Problem mit Mike und Layla hat Kim, nicht Tim. Und ich finde es auch gut, dass 24 Tim trotz seiner Kennenlernphase mit Kim, ja, die noch kein Update bekommen hat, sich trotzdem dazu positiv äußert. Das finde ich gut und das spricht in diesem Fall hier auch für Tim. Dann haben wir Alex Petrovic, der schreibt, ich freue mich sehr für euch, maskuline Grüße. Und Layla schreibt, wow, ich bin überwältigt von euren ganzen süßen Kommentaren. Dankeschön und es ist Tatsache so, ich habe euch jetzt nur einige Promi-Kommentare gezeigt. Das Ding ist voller blauer Haken, die schreiben. Ich habe gesehen, dass Felix von Jascharow kommentiert hat. Es sind wirklich extrem viele Trash-Darsteller da, die kommentiert haben und denen einfach Glückwünsche gewünscht haben. Also es ist schon heftig, was da abgeht. Dann habe ich noch ein paar Zuschauerreaktionen. Da habe ich wie immer natürlich Namen und Bild rausgepixelt bzw. rausgelöscht. Hier sehen wir selten sowas Süßes gesehen mit 509 Likes. Oder, oh mein Gott, ist das süß, Traumpaar, haben wir gefunden, den Kommentar. Oder auch hier, wie ich es wusste, endlich, ihr passt einfach sehr gut zusammen. Viel, viel Glück, ihr Süßen. Und wir haben auch noch diesen Kommentar. Wisst ihr, was ich mit am schönsten finde? Dass hier in den Kommentaren nur Liebe ist und keiner, der rumtrollt. Das macht das Ganze nochmal schöner. Freue mich ganz doll für euch und wünsche euch nur das Beste. Und natürlich gibt es noch sehr viel mehr Kommentare. Aber ich glaube, die Kernbotschaft und die wesentlichen Kommentare habe ich für euch insofern eingefangen, dass ich das wirklich alles extrem süß finde. Jetzt geht es natürlich trotzdem weiter. Für Mike und Layla wird das jetzt eine harte Bewährungsprobe werden. Ja, das muss man schon sagen. Beide haben natürlich so eine gewisse, ja, Trash-Format-Vergangenheit. Jetzt wird sich das erstmal zeigen, ob sich das nun wirklich miteinander verträgt. Wir wissen, sobald die rosa Brille ab ist, wird das Leben entscheiden, wie gut man miteinander zurechtkommt. Ich bin in voller Hoffnung, ja, also ich freue mich für Layla und Mike, ich hoffe, dass die beiden miteinander wirklich eine lange und schöne Partnerschaft aufrechterhalten können. Leider, und das will ich jetzt gar nicht negativ formulieren, aber da ist der Kritikschlumpf in mir einfach auch, der sagt, es gibt viele, viele, viele Trash-Partnerschaften, die entstanden sind, medienwirksam, die aber auch leider medienwirksam wieder entstanden sind, ja, also auseinander entstanden sind. Da hoffe ich einfach, dass Amor hier einen besonders dicken Pfeil auf Layla und Mike geschossen haben, denn ich finde, und das ist meine persönliche Meinung, die beiden passen wirklich gut zusammen. Ich finde die beiden miteinander extrem süß und auch wenn Mike eigentlich in das TV-Format reingegangen ist, ohne irgendwelche Frauengeschichten wieder zu haben, habe ich doch das Gefühl, dass, und das meine ich nicht böse oder abwertend, habe ich das Gefühl, dass Layla noch einmal viel mehr seine schönen und positiven Seiten hervorgeholt hat, als er uns vielleicht hätte selber alleine zeigen können. Das heißt also, für Layla war sie so ein bisschen wie so ein Liebesmagnet, der aus ihm so ein bisschen mit schöne Eigenschaften rausgeholt hat, die so ein bisschen vielleicht mutmaßlich auch von Kim und Zuschauern zerstört wurde. Denn Kim hat so abfällig und so schlecht über Mike im Dschungel geredet, dass ich manchmal natürlich auch so den Punkt hatte, wo ich dachte, puh, schwierig, schwierig. Und jetzt freue ich mich umso mehr, dass wir einfach jetzt Mike von einer Seite kennenlernen, der ihn für mich als romantisch, ja, lieb, aufgeschlossen zeigt. Und das sind schöne Eigenschaften, die wir von Mike gesehen. Und ich muss euch auch eins zu Layla sagen. Ich weiß, als ich mit der Berichterstattung zum Dschungel angefangen hatte und euch die Kandidaten vorgestellt hatte, ich hatte keine Ahnung, wer Layla war. Ich hatte denn dann angefangen, mir die Ausschnitte zu gucken, wo sie auch in einem TV-Format vor einigen Jahren handgreiflich wurde. Ich habe mir ihre Entschuldigung bei Promi, vielleicht das Interview durchgelesen und war da auch ein bisschen voreingenommen. Und jetzt bin ich so an dem Punkt, wo ich sage, ich glaube auch wirklich, dass wir hier eine Kandidatin haben, die hat sich einfach verändert. Sie war am Anfang
auf jeden Fall absolut kontrovers unterwegs, aber sie ist doch das beste Beispiel dafür gewesen, dass man denn dann in den Folgeformaten nicht mehr diese Krawallbraut war, sondern sich von einer anderen Seite gezeigt hat, die ich als Zuschauer viel lieber sehen möchte als irgendwelche Krawall-Influencer bzw. Trash-Darsteller. Und das hat die ganze Sache für mich nochmal insofern schön abgerundet und mir eine Schleife draufgesetzt, weil ich jetzt nicht das Gefühl habe, oh, der arme Mike oder die arme Layla, wen hat sie da kennengelernt, sondern ich habe bei beiden ein relativ gutes Gefühl. Wir werden in unserer Berichterstattung natürlich immer mal wieder auf Layla und Mike schauen, aber auch dieses Thema ist jetzt damit für mich eigentlich auch wirklich, sagen wir mal, fast abgehakt. Es war schön zu sehen, dass die beiden miteinander jetzt in eine Partnerschaft gestartet sind und an diese Partnerschaften sollte sich niemand kletten. Man sollte ab und zu mal gucken, was bei denen los ist, was für TV-Formate anstehen natürlich und was so alles miteinander passiert, aber grundsätzlich, glaube ich, haben wir hier ein ganz, ganz schönes Päckchen, welches wir gesehen haben, meine Lieben. Das soll es erstmal gewesen sein heute mit unserem 8 Uhr Video. Wir sehen uns aber wieder heute um 11 Uhr und um 14 Uhr mit weiteren Trash News. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann fühlt euch herzlich eingeladen, diese mittelgroße YouTube-Familie zu abonnieren. Wir stehen kurz vor den 30.000 und ich freue mich über jeden neuen hier. Und natürlich vielen, vielen Dank an alle, die dieses Video teilen und damit automatisch Liebesbotschafter geworden sind, meine Lieben. Ich sage jetzt Tschüss.